Zum Wort ist der Herr Abgeordnete Otto Bendel gemeldet. Okay. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, hol's aus. Ich hätte eigentlich, glaube ich, knapp 30 Minuten Restredezeit. Ich kann das gern das ausnutzen und das Dienstrecht erklären. Aber eins weiß ich jetzt. Eins weiß ich jetzt. Du hast mir nicht einmal jetzt zugehört. Weil von deiner Anteil, von deinem Antrag habe ich nicht einmal einen Satz gesagt. Ich habe ausschließlich repliziert auf die Frage der Verständigung. Und ich habe euch heute schon mehrmals gesagt und im Ausschuss gesagt, hört bitte zu, von was wir reden. Ich habe das, was du da mir vorhältst, nicht einmal angesprochen. Ich habe ausschließlich auf die Verständigung hingewiesen. Also ich bitte euch, das können wir sich da alles ersparen. Ich erspare uns gemeinsam jetzt auch die 30 Minuten. Nur, wenn wir miteinander diskutieren, dann sollen wir wenigstens von Gleichen diskutieren. Das versuche ich sehr oft bei Diskussionen einbringen. Weil das wird ja nicht besser, das wird nicht richtiger. Und das können wir sich in Wirklichkeit ersparen. Das können wir sich ersparen. Ich bleibe dabei. Unsere öffentlich Bediensteten leisten hervorragend. Wir sollten sich überlegen bei der einen oder anderen Wortmeldung, wie wir mit ihnen umgehen. Ich verstehe zwar, dass man da heute viele Wünsche von den Lehrern bis alle Berufsgruppen eingepackt hat. Aber jeder weiß, und das haben wir bei jeder Budgetdiskussion, dass jeder als Überschrift sagt, sparen, keine Schulden, sie alle Fachpolitiker für ärmere Bereiche herstellen, mehr Geld wollen. Gleichzeitig wird formuliert, auch diese Umsetzung nach dem Europäischen Gerichtsurteil darf nicht mehr kosten. Und dann stellt man sich aber trotzdem her, immer wieder besseres Wissens und fängt mit lauter Diskussionen an, die was widersprüchlich sind zu den eigenen Forderungen. Sind wir wenigstens so ehrlich zueinander. Das bringt doch nichts. Ich glaube, jeder weiß, von was wir reden, aber wenn ich mir was vorhalte, dann stimmt das, da könnt ihr sicher sein. Aber ich lasse mir mein Wort auch von dir, Kollege Lausch, nicht umtragen. Und ich sage, das ist nicht vergiss, es ist zuerst Mai. Ich will mich dann im Juli nochmal bedanken, aber ich schließe den Dank an alle öffentlich Bediensteten ein. Geht's alle miteinander, mit ihnen menschlich und freundschaftlich um. Ja.